Hallo Leute, wir sind heute in dem kleinen Fischerort Auneu. Wollen uns da mal umsehen, direkt in der Hafennähe. Der eigentliche Ort liegt eine Straße weiter. Also was heißt Ort? Da, wo sich die Geschäfte und wenigen Restaurants befinden. In dem Berg befindet sich die Höhle, die ihr schon mal gesehen habt. Wieder fleißig bei der Arbeit. Und die Jungs trinken sich am frühen Morgen eins. In dem Hafen liegen auch die etwas größeren Boote. Der Fang wird verladen und möglichst frisch an die Geschäfte geliefert. Da kam ein Boot mit dem frischen Fang zurück. Die Ladung wird gelöscht. Da kommt der nächste Korb. Und die sind wohl zu klein für die Pfanne. Das ist Plateau, wurde mir gerade gesagt. Mit den kleinen Gefährten wird auch ausgeliefert. Die Boote sehen um einiges besser aus als bei uns in der Ecke. Ein einziges Durcheinander. Ganzer Haufen Netze. Das Boot ist ja schon recht ansehnlich. Getränkestand. Wirklich eine schöne Kulisse hier mit diesen Booten und dem Berg im Hintergrund. Mit so einem größeren Boot könnte ich mir schon vorstellen, mal rauszufahren. Ein sehr windiger Tag heute. Sicherheitsbewusst, alle mit Schwimmweste unterwegs. Mal wieder keine Ahnung, was das hier ist. Auf jeden Fall wird hier kontrolliert und irgendwelche Pässe oder so vergeben. Richtige Action angesagt. Abenteuerliches Gefährt. Wohl alles selber zusammengeschustert. Problem. Das Ende der Mole erreicht. Der tut mir direkt leid. Der rötliche ist schöner. Der Kahn hat sogar Aircon. Es wird Proviant geladen und die bleiben 13 bis 14 Tage auf See mit dem Topf. In der Halle wird der Fisch sortiert und verladen, noch ausgekühlt. Kleines Restaurant und eine ganze Armada dieser kleinen umgebauten Fahrzeuge. Und dort hinten geht es zum Fischerdörfchen. Das war's vom Fischereihafen Auneu. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv. Bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.